Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Teil einer besonderen Videoreihe. Es dreht sich hier alles ums Gantry Framework. Im ersten Teil habe ich euch ja gezeigt, wo man das herbekommt, nämlich hier von dieser Seite gantry-framework.org. Und wir haben auch gleich dieses Paket dann auf unsere lokale Joomla-Installation hochgeladen und installiert. Heute schauen wir uns einmal den ersten Punkt an, den wir mit diesem Framework abarbeiten möchten, nämlich die Modulpositionen. Das habe ich gegliedert in vier Punkte. Das sind einmal die Modulpositionen, dann die Modulbreite, dann gibt es eine nette Funktion, die nennt sich Force Positions bzw. Force Modul Positions und der vierte Punkt sind die Modulvariationen. Aber als allererstes schauen wir uns mal an, wo wir jetzt momentan stehen mit unserer Testinstallation. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen herumprobiert, habe schon die ersten drei Modulpositionen belegt, Modul A bis Modul C hier oben. Und um eine Seite effektiv planen zu können, muss man natürlich wissen, welche Modulpositionen gibt es. Dazu habe ich eine Excel-Tabelle angelegt, da sieht man das recht gut. Auf der linken Seite sieht man den Namen der Modulposition, Top, Header, Showcase, Feature, Utility, Main Top, Main Body, Main Bottom und so weiter. Und nach rechts sieht man die Spalten, die möglich sind. Das geht von A bis F, sprich meistens sind es sechs Spalten, die Maximum möglich sind, bis halt auf die Main Body Position, da sind maximal vier Spalten möglich. Was nicht so schlimm ist, weil in dieser Position werden ja später unsere Beiträge angezeigt und dort, wo der Beitrag erscheint, braucht man ja meistens eh nur noch links und rechts. Oder nur auf einer Seite halt ein Menü. Hier in der Top-Position A, B und C habe ich jetzt momentan diese drei Module abgelegt. Jetzt sage ich das mal im Backend. Ich bin ja schon im Backend eingeloggt. Und zwar, wenn wir gehen auf Templates, Gantry, dann wird sie wahrscheinlich kommen auf diese Registerkarte Overview. Und dann klickt's auf Layouts, dann kommt ihr hier auf die Modulpositionen bzw. auf deren Konfiguration. Die Modulpositionen, die habe ich euch ja gezeigt. Das schaut so aus wie hier auf dem Excel-Sheet. Damit kann man schon anfangen, seine Homepage zu planen. Da kann man sich schon überlegen, wo man was hinhaben möchte. Wo soll der Header oder wo soll das Banner hin? Wo soll eventuell ein Logo hin? Wo macht man das Menü und so weiter? Wo kommt das Impressum hin? Das kann man damit dann schon relativ gut durchplanen. Dann hat man es später beim Erstellen der Homepage wesentlich leichter. So, nochmal zurück. Wir haben hier jetzt da drei Modulpositionen und es ist ja nicht immer so, dass ich alles symmetrisch haben möchte. Es kann ja auch sein, dass ich in Modulposition A und B das eher kleiner benötige. Dafür würde ich für diese Modulposition, wo jetzt da steht Modul C, ein bisschen mehr Platz benötigen. Das ist mit dem Gantry Framework überhaupt gar kein Problem. Wir sehen jetzt da hier, wenn ich mit der Maus auf den Schieberegler gehe, in der Sprechblase 3x die 4. Das bedeutet, jedes Element von diesen drei Positionen, wir sind hier in der Top Position, Top A, Top B und Top C. Jedes dieser drei Elemente bekommt gleich viele Teile zugeordnet. Quasi die Seite wird gedrittelt. Man braucht es aber nicht immer gedrittelt, sondern ab und zu ist es nötig, dass eine davon größer ist, beziehungsweise eine kleiner. Und dafür hat man hier den Schieberegler und da kann man von A und B klein und C groß. Ich speichere das jetzt mal ab, dass ihr seht, wie das ausschaut. Schaut natürlich jetzt furchtbar aus, weil A und C wird zusammengeschoben, dafür wird es halt irre hoch, das wird jetzt den ganzen Bildschirm einnehmen. So wie man sieht, A und B wurde zusammengeschoben, dadurch wurde das natürlich sehr gestreckt jetzt, also in die Länge gezogen. Dafür hat die Modulposition C irre viel Platz bekommen und hat natürlich dadurch nur sechs Zeilen. In manchen Situationen ist es wirklich hilfreich, wenn man so die Modulpositionen anpassen kann. Natürlich sind auch alle anderen Möglichkeiten. Ihr seht, wie das funktioniert. Man schiebt es
einfach auf die gewünschte Position, wo man es gerne hätte. So, ich schiebe das jetzt wieder auf gedrittelt, sage Save, refreshe natürlich das Frontend mit F5. So, jetzt haben wir das wieder symmetrisch aufgeteilt. Die drei Positionen teilen sich die ganze Breite der Homepage. So, Modulpositionen habe ich erklärt, Modulbreite anpassen habe ich jetzt hiermit ebenfalls geklärt. Dann habe ich ja gesagt, es gibt eine Funktion, die nennt sich Force Positions bzw. Force Modul Positions. Für jeden, der schon mal Joomla ein bisschen zu tun hatte und sich dachte, unten im Footer-Bereich möchte ich rechts dann das Impressum stehen haben und links daneben den Link zum Kontaktformular, wird festgestellt haben, dass Joomla dazu neigt, immer alles nach links zu schieben und von links nach rechts die Seite aufzubauen. Damit ihr besser versteht, was ich meine, nehme ich mal hier die Modulposition B einfach raus. Dazu sage ich hier Close, gehe auf Erweiterungen und Module und sage bei Modulposition B, also bei dem Modul mit dem Titel Modul B, um es korrekt zu nennen, sage ich Modul verstecken. Dann refreshe ich das Frontend und ihr seht, Modul A und Modul C rutschen zusammen und teilen sich 50-50 den Platz. Warum teilen sie die gerade 50-50 den Platz? Das ist ganz einfach. Wir haben ja vorher die Aufteilung der Modulpositionen so gewählt, dass alles oder dass jede Modulposition gleich viel Platz bekommt wie die andere. Ergo hat sich jetzt Gentry gedacht, naja, wenn alle gleich viel bekommen, dann bekommt A genauso viel Platz wie C. Und hat das halt 50-50 aufgeteilt. In manchen, vielleicht auch nur in seltenen Fällen, ist es notwendig, dass die Modulposition, die wir gerade versteckt haben, dass die frei bleibt. Sprich, zwischen Modul A und Modul C einfach freier Platz. Dann hätte man quasi einen Modulblock auf der linken Seite, einen Modulblock auf der rechten Seite und in der Mitte hätte man eventuell ein Banner oder irgendwas, was im Hintergrundbild hinterlegt ist. Oder vielleicht soll es einfach nur frei bleiben. Um das zu realisieren, muss man im Gentry Framework, ich gehe jetzt nochmal auf Erweiterungen und Templates, das ist nämlich der dritte Punkt von diesem Video-Tutorial, Force Positions aktivieren. Wir haben jetzt Force Positions aktiviert, stellen hier auf drei Spalten, weil A und C sind ja aktiv, B haben wir ja gerade ausgeblendet. Das Modul, was auf dieser Modulposition hinterlegt war, ist quasi versteckt. Ich sage jetzt einmal Save und refreshe und schauen, was jetzt passiert. Und jetzt haben wir tatsächlich zwischen Modul A und Modul C leeren Platz. Allerdings, wie man sieht, nach rechts hin ist ebenfalls noch jede Menge Platz. Er hat jetzt der A und C gleich groß gemacht. Den Platz dazwischen, der leer ist, wo eigentlich Modul B sein sollte, ist ebenfalls gleich groß und nur Platz für drei weitere Module. Woran liegt es? Ganz einfach, wir haben gesagt, drei Module anzeigen von sechs Positionen. Und in diesem Fall muss man hier dann ebenfalls stellen auf drei. Dann sichert man das und wir refreshen das nochmal. Und jetzt haben wir das gewünschte Ergebnis. Modul A ist sichtbar, Modul C ist sichtbar, eben links und rechts auf der Homepage und geht auch über die komplette Seite der Homepage. Und Modul B, was wir also versteckt haben, ist einfach frei geblieben, der Platz. Das finde ich eine wirklich hilfreiche Geschichte. Das hätte mir damals beim Erstellen von unserer Clanpage wirklich weitergeholfen, weil ich wollte unbedingt das Impressum und den Link zum Kontaktformular rechts unten im Footerbereich haben. Es war mir aber nicht möglich, das rechts hinzupflanzen, weil das Template damals das nicht unterstützt hat. Mit dem Gentry-Template ist das kein Problem. Man klickt einfach auf Force Position. Man muss ja dann, wenn man dieses anhakt, das Force Position, auch wirklich die Positionen hier einstellen, weil sonst verschiebt sich das. Wenn ich hier jetzt stehe auf vier Positionen und speichere, dann verschiebt sich das asymmetrisch und das gefällt dann nicht. B ist zwar ebenfalls immer noch frei, aber ebenfalls auch
Debitora wäre hier noch Platz. So, mache das wieder zurück auf 3, sage Speichern. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und da muss man noch ein bisschen was vorbereiten. Nämlich, ich schließe das hier, die eben ausgeblendete Modulposition B. Die öffnen wir mal. Und wir sagen als allererstes, die soll veröffentlicht sein. Und dann sage ich, sie soll auf Sidebar A sein. Zeig gleich warum. Sage mal speichern. Refreshen wir das. Sidebar A ist nicht so geschickt. Nehmen wir Sidebar B. Gehen wir hoch. Rotostar. Sidebar B. Schauen wir mal, ob das jetzt stimmt. Ja, jetzt stimmt's. Und zwar, wir haben ja jetzt hier eine Modulposition. Das ist Sidebar A. Dann haben wir hier den Main Body. Da wo unsere Beiträge dann erscheinen, also unser Hauptbereich, und auf der rechten Seite haben wir jetzt das Modul B angezeigt. So, wir wechseln jetzt hier wieder auf Erweiterungen, Templates und auf Gantry und scrollen hier dann runter auf Main Body Positions und hier sieht man jetzt die Aufteilung. Wir haben jetzt da hier gewählt 3 Spalten. Side Body A, Side Body B und der Main Body in der Mitte. Wenn man sich das jetzt anguckt, das ist ja schon mal von Grund auf einmal nicht schlecht. Der Main Body Bereich ist allerdings mir zu klein. Und jetzt schiebe ich ganz einfach einmal den Schieberegler in die Position, in die ich ihn gerne hätte. Nämlich den Main Body Bereich so groß als möglich zu speichern. Ihr seht jetzt hier das Gantry Framework. Ist in einer Zeile, da wird gleich ein Zeilenumbruch stattfinden. Ich refreshe das einmal. Und dadurch, dass ich ja diesem Menü in dieser Modulposition nicht mehr so viel Platz zuweise, muss er hier einen Zeilenumbruch einsetzen. Genauso auf der rechten Seite, da wo jetzt steht Modul B, wurde der kompletten Modulposition wesentlich weniger Platz zugesprochen. Man sieht das jetzt halt hier, wenn wir runterscrollen. SA, SB hat jeweils 2 Teile und 8 Teile hat der Main Body Bereich. Wenn ich den Zeilenumbruch weg haben möchte, dann schiebe ich den Schieberegler ein Stückchen weiter, gebe dem Main Body Bereich nur 6 Teile und diesen beiden anderen Teilen 3 Teile. Sprich, der Main Body Bereich hat die halbe Homepage Breite. So, ich speichere das einmal. Refreshe das. So, jetzt habe ich wieder Gantry Framework in einer Zeile stehen und habe das wieder so aufgeteilt wie vorhin. Der letzte Punkt, den ich euch zeigen möchte, sind die Modulvariationen. Was versteht man darunter? Dieses Modulfeld B werden wir jetzt einmal verändern in der Optik. Dazu müssen wir aus dem Template raus, Erweiterungen, Module und öffnen das Modul B. Dann gehen wir auf Erweitert und hier haben wir diesen netten Eintrag Modulklassen-Suffix. Und hier gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten, die Modulposition darzustellen. Das erste ist Box 1. Soll ich mal speichern und refreshen. Da sieht man jetzt, dass dieses Modul oder beziehungsweise diese Modulposition weiß hinterlegt wird. Dann haben wir noch die Möglichkeit mit Box 2. So, refreshen wir das Frontend. Da kriegt es dann den Hintergrund von einer leicht grauen Farbe. Und 3 wird dann komplett dunkel dargestellt. Ändern, speichern und das Frontend natürlich wieder refreshen. So, jetzt haben wir das komplett in einem dunklen Grau, so wie oben das hinterlegt. So kann man quasi Boxen generieren, drum auch beim Modulklassensuffix Box. Jetzt sagen wir, wir möchten die Box aber hellgrau haben, quasi die Box 2 verwenden. Dann machen wir ein Leerzeichen und schreiben Title. Title 3. Da gibt es nämlich ebenfalls 3 Möglichkeiten. Ich speichere das ab. 3 ist die dunkelste. Ich refreshe das mal. Jetzt müssen wir eine graue Box bekommen mit einem
dunkelgrauen Titel. Und so kann man sich da ein bisschen herumspielen und ein bisschen die Homepage quasi personalisieren. Das geht natürlich auch mit Titel 1 ohne Probleme. Dann haben wir einen weißen Titel und eine hellgraue Box und so kann man sie herumspielen. Also es ist Box 1, Box 2, Box 3 möglich und natürlich auch in Verbindung mit Title 1, Title 2 und Title 3. So, ich hoffe, ich habe euch die Module, Modulpositionen, Modulbreite, Force Modul Position und die Modulvariationen ein bisschen näher bringen können vom Gantry Framework. Ich hoffe, dass ihr mit diesen Infos schon anfangen könnt, eure Homepage zu planen. Somit sind wir jetzt am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen bzw. geholfen. Wenn dem so sei, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht abonniert der eine oder andere sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos von mir nicht zu verpassen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!